Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Online-Podiumsdiskussion der Situation von geflüchteten Menschen an den EU-Außengrenzen in Zeiten der Pandemie. Mein Name ist Sven Mesch, ich bin Mitarbeiter im Pädagogischen Institut, Zentrum für kommunales Bildungsmanagement im Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München. Ich darf Sie ganz herzlich nochmal begrüßen zu der Veranstaltung und im Rahmen der Veranstaltungsreihe München global engagiert und Gleichheiten erkennen, gemeinsam mehr erreichen. Ich werde ganz kurz etwas zum Hintergrund der Veranstaltungsreihe erzählen, gebe dann gleich weiter an das Podium. Die heutige Veranstaltung findet statt, wie schon gesagt, im Rahmen der Veranstaltungsreihe München global engagiert. Diese wird organisiert von dem Referat für Bildung und Sport, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, dem Sozialreferat sowie Morgen e.V. und dem Nord-Süd-Forum e.V. Und ganz besonders freut uns, dass wir für die heutige Veranstaltung auch den Bayerischen Flüchtlingsrat und den Münchner Flüchtlingsrat als KooperationspartnerInnen gewinnen konnten. Die Veranstaltungsreihe ist Teil des Handlungskonzepts Flucht und Entwicklung der Landeshauptstadt München, welches zum Ziel hat, den Themenkomplex Flucht und Entwicklung breiter in die Verwaltung, aber auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und unsere Veranstaltungsreihe soll dazu beitragen, die BürgerInnen für globale Zusammenhänge zu sensibilisieren, die eigene Rolle in globalen Zusammenhängen zu reflektieren und den Perspektivenwechsel anzuregen und gleichzeitig dazu beizutragen, Zusammenarbeit der verschiedenen AkteurInnen in diesem Themenbereich zu stärken. Daher auch der Name München global engagiert, Ungleichheiten erkennen, gemeinsam mehr erreichen. Und es freut uns auch ganz besonders, dass die Stadt Spitze diese Veranstaltungsreihe unterstützt und unser Oberbürgermeister Dieter Reiter auch die Schirmherrschaft übernommen hat. Die Veranstaltungsreihe ist mittlerweile jetzt schon im zweiten Jahr und für dieses Jahr hat sie den Schwerpunkt, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie näher zu beleuchten. Auch da wissen wir, dass die Pandemie Ungleichheiten verschärft und gleichzeitig aber auch wie ein Brennglas auf Ungleichheiten leuchtet und uns bewusst macht, wie Ungleichheiten, gesellschaftliche Ungleichheiten wirken können. Wir werden heute bei dieser Veranstaltung den Blick an die EU-Außengrenzen werfen und dort auf eine besonders vulnerable Zielgruppe, nämlich Menschen, die auf der Flucht sind. Wer die Medien verfolgt hat, die letzten Tage und Wochen, weiß, dass die Zahl der Menschen, die ihren Weg über das Mittelmeer nach Europa suchen, zugenommen hat wieder, dass eine Vielzahl an Menschen gerettet worden sind, aber auch viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Die britische Zeitung The Guardian hat vor kurzem geschrieben, dass mehr als 2000 Menschen in Verbindung mit Pushbacks an den EU-Außengrenzen gestorben sind. Das sind ganz erschütternde Nachrichten natürlich. Und wir sind sehr gespannt und sehr froh, dass wir bei dieser Podiumsdiskussion heute auch Informationen aus erster Hand durch unsere teilnehmenden Gäste bekommen können und gleichzeitig auch ein bisschen erörtern können, welche Rolle eine Kommune wie München in diesem Thema spielen. Das war in aller Kürze die Einführung von mir. Ich wünsche uns allen eine sehr interessante Veranstaltung und möchte nun das Wort an die Moderation, Herrn Dr. Kasparek, übergeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser Veranstaltung zum Thema Situation geflüchteter Menschen an den EU-Außengrenzen in Zeiten der Pandemie natürlich. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier hybrid zusammengekommen sind. Ich werde Ihnen gleich die Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer vorstellen. Das ist also so, dass wir hier zu dritt in einem Studio in München sind. Und zugeschaltet haben wir zwei Personen, mit denen wir jetzt auch gleich beginnen werden, wenn ich kurz vorstellen darf. Das ist zum einen Verena Papke von der Organisation SOS Mediterranee, die, ich glaube, dem Münchner Publikum vor allem auch vielleicht bekannt ist, weil es dazu eine große Spendenaktion letztes Jahr gab. Die SOS Mediterranee ist eine europäische Organisation, die die Ocean Viking, also ein Schiff der zivilen Seenotrettungsflotte im Mittelmeer, unterstützt, betreibt, Entschuldigung,
Und Verena Papke ist Geschäftsführerin von SOS Mediterranee in Deutschland. Dann haben wir als zweite Teilnehmerin Irina Ganshorn von der Organisation SOS Bihać, die also in Bosnien-Herzegowina aktiv ist und uns heute auch zugeschaltet ist über das Internet. SOS Bihać ist eine der wenigen Organisationen, die vor Ort Hilfe und Unterstützung leistet für Personen an dieser besonderen europäischen Außengrenze. Und SOS Bihać macht vor allem Logistik und Dokumentation. Was genau bedeutet, werden wir bestimmt gleich noch näher mitkriegen. Herzlich willkommen, Frau Papke und Frau Ganswan. Und hier vor Ort im Studio freue ich mich sehr, dass wir Aisha Mbila da haben von dem Netzwerk Münchner Migrantinnen und Migrantenorganisationen, Morgen e.V. Herzlich willkommen. Danke. Und ich freue mich ebenso, Gerhard Meyer vom von Münchner Amt für Wohnen und Migration. Und ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, warum das Amt für Wohnen und Migration ist natürlich nicht nur, weil es die natürlich einschlägige Organisation oder Institution der Landeshauptstadt München ist, sondern weil es ja auch um meiner Meinung nach wichtige Rolle und das Münchner Amt für Wohnen und Migration hat die bayerische Landeskoordination für diese Allianz oder für dieses Bündnis, worüber wir bestimmt auch noch mehr hören werden im Laufe der Diskussion. Gut, das sind unsere Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer. Und ich würde vorschlagen, dass wir gleich direkt einsteigen. Und zwar würde ich gerne angesichts der aktuellen Situation, Herr Mesch hat das schon gesagt, und es geht, ist tatsächlich ja so, man kann eigentlich in jeder beliebigen Woche Zeitungen öffnen oder den Fernseher einschalten oder natürlich sich im Internet informieren. An einer Stelle, mindestens einer Stelle der europäischen Außengrenzen taucht immer als Brennpunkt auf. Das ist aktuell, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, die spanische Exklave Ceuta auf dem afrikanischen Kontinent mit der Grenze, sozusagen einer Stadtgrenze zu Marokko. Vor ein paar Wochen war es natürlich die Situation verstärkt nochmal in der Ägäis, an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland. Oder natürlich ganz prominent über die letzten Monate und Jahre die Situation im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das heißt, es ist, glaube ich, schon klar, dass es sehr viele verschiedene Brennpunkte an den europäischen Außengrenzen gibt und deswegen wir heute nur ausschnittsweise darauf blicken können. Aber ich denke, jeder Ort ist genauso wichtig, angeschaut zu werden und darüber berichtet zu haben, weswegen ich vielleicht gerne das Wort an Frau Paap gegeben würde als Erste. Wenn Sie so freundlich wären, uns vielleicht ein bisschen Überblick über die Arbeit Ihrer Organisation und natürlich die Situation an dieser besonderen Meeresaußengrenze der Europäischen Union vermitteln könnten. Ja, mache ich sehr gerne. Guten Abend auch von meiner Einladung. Ich bin hier für SOS Mediterranee. Wir sind seit 17 Rettungsschiff im Einsatz vor der libyschen Küste. Also es geht hier gerade bei uns ums zentrale Mittelmeer zwischen Libyen und Italien. Wir waren sehr lange mit der Aquarius im Einsatz und sind das jetzt in den 1,5 Jahren mit der Ocean Viking, haben über 30.000 Menschen retten können und gerechnet, dass es uns 6 Jahre später noch geben muss. Wahrscheinlich mehr nötig sind denn je. Denn als wir vor 6 Jahren angefangen haben, war es schon noch so, dass uns die italienischen Behörden sehr willkommen geheißen haben und sich gefreut haben, dass sie Unterstützung bekommen bei der Rettung von Mediterranee. Und die Situation 6 Jahre später ist, dass sich keinerlei staatliche Institution mehr im Mittelmeer befindet mit staatlichen Rettungsschiffen. Da ist niemand mehr. Und was auch passiert ist, was vor 6 Jahren noch nicht der Fall war, ist, dass Rettungseinsätze halt auch gar nicht mehr koordiniert werden. Also wir und andere Organisationen decken ein ganz großes Gebiet ab zwischen Libyen und Italien, wenn wir denn dann im Mittelmeer im Einsatz sein können. Zu den Blockade-Thematiken kommen wir bestimmt später noch. Und sind im Grunde auf uns allein gestellt, beziehungsweise auf die zivile Bevölkerung, Alarmphone, die Seenotrettungsfälle melden und es dann an verfügbare Schiffe durchgeben. Aber letztlich sind die zivilen Seenotrettungsorganisationen
Organisationen, die am Mittelmeer sind. Und es hat nicht nur dazu geführt, dass mehr Menschen sterben, sondern auch mehr Menschen zurückgeführt werden nach Libyen, woher sie eigentlich flüchten. Und das ist der zweite Punkt, dass neben dem Rückzug europäischer staatlicher Akteure die Küstenwache unterstützt bei der Rettung von Menschen und die libysche Küstenwache ja, eigentlich keine Küstenwache ist, denn zum einen ist geltendes Recht, dass Menschen einen sicheren Hafen, kein sicherer Ort, sondern es ist der Ort, von dem die Menschen, wo sie aus Folterlagern kommen, wo sie, wo geltendes Recht, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden, die libysche Küstenwache, wenn es Fall gibt und der offiziell an sie übergeben werden muss, denn sie ist die koordinierende Behörde, in ihrer Rettungszone oft nicht ans Telefon geht, kein Englisch spricht und man eigentlich diese Behörde, der die Europäische Union offiziell die Koordination übergeben hat, eigentlich nicht ernst nehmen kann, weil sie eigentlich nicht retten kann und sie bringt, wenn sie die Menschen rettet, eben zurück nach Libyen und eben nicht an einen sicheren Ort. Das ist die Lage im Mittelmeer ganz, ganz grob gesagt. Es sind seit 2015 ungefähr 15.000 Menschen ertrunken. Das sind nur die, von denen wir wissen, die gezählt werden. Es sind wahrscheinlich viele mehr. Es gibt tausende Rückführungen nach Libyen und es gab jetzt auch gerade vor wenigen Wochen dieses, glaube ich, mit dramatischste Schiffsunglück, von dem wir wissen seit einigen Jahren. Da sind 120 Menschen ertrunken, die geflüchtet sind aus Libyen. Und unser Schiff war das erste, was dann an der Szene ankam und konnte halt im Grunde nur noch Leichen sehen. Und es war jetzt auch kein Unfall, sondern man hat diesen Notruf 24 Stunden vorher gehört. Es gab aber keine Koordination. Es gab ein Frontex-Flugzeug, was geflogen ist, was aber letztendlich die Informationen nicht weitergibt. Und wir haben im Grunde die Nadel im Heuhaufen gesucht und sind da 24 Stunden Zickzackkurs gefahren und sind im Grunde dann zu spät gekommen. Und das war ein Unglück, was hätte vermieden werden können und was, glaube ich, stellvertretend für die Situation im zentralen Mittelmeer gerade steht. Für diesen ersten Eindruck, das ist jetzt, Sie haben es gerade schon sehr, sehr anschaulich beschrieben, das ist natürlich eine riesige Meeresfläche ist, in der man zickzack fahren muss, um das überhaupt absuchen zu können. Ich würde jetzt die Gelegenheit gerne nutzen, zu Frau Ganzhorn zu gehen. Die Landgrenze zwischen Bosnien und Kroatien ist natürlich ganz anders strukturiert. Wie sieht denn Ihre Arbeit vor Ort aus und wie ist denn die Situation von geflüchteten Personen an dieser besonderen Grenze der Europäischen Union? Ja, sehr gerne. Also unsere Besonderheit hier in Bihać ist eben die sehr nahe Grenze zu Kroatien. Und es ist eine sehr gefährliche Grenze. Wir haben hier Gebirge. Es ist im Winter unglaublich kalt. Wir reden da von minus 20 Grad, minus 30 Grad. Wir haben Bären, Wildschweine und Wölfe in den Bergen und in den Wäldern. Das ist alles kein Spiel mehr in dem Sinne, auch wenn es die geflüchteten Menschen selbst als Game bezeichnen. Also als Game wird hier bezeichnet der Versuch von Nicht-EU in die EU zu gelangen. Und ja, das ist so eben die Selbstbezeichnung der Menschen hier. Aktuell in Bihać schätzen wir die Zahl der schutzsuchenden Menschen auf rund 2000, wobei wir aber ausgehen, dass sie sich jetzt in den nächsten Sommermonaten auf 6.000 bis 8.000 Menschen erhöhen wird, weil eben das Wetter dementsprechend ist. Es ist jetzt leichter auf Game zu gehen, es liegt kein Schnee mehr, es ist nicht mehr lebensgefährlich. Das heißt, die Menschen kommen aus dem Landesinneren, aus Sarajevo, aus Mostar, aber auch Leute, die zum Beispiel in Griechenland waren und dort zur Weiterflucht gezwungen worden sind, weil sie dort nicht den Schutz bekommen haben, der ihnen eigentlich unserer Rechtsordnung nach zusteht. Das heißt, wir rechnen da mit einem massiven Anstieg von Menschen, die versorgt werden müssen. Und SOS Bihać ist eine der sehr wenigen lokal geführten Organisationen. Das heißt also, unser Chef quasi ist Slatan Kovacevic, ein Einheimischer. Und war selber sehr betroffen vom Bosnienkrieg damals. Daher vielleicht auch seine Empathie für geflüchtete Menschen jetzt.
Und unser Schwerpunkt ist medizinische Versorgung und die Verpflegung von Pushback-Betroffenen. Mein persönlicher Schwerpunkt ist Dokumentation und Logistik. Das bedeutet, ich wickle diese Hilfstransporte, die noch aus Westeuropa hierher kommen, ab. Genau, zu diesen 2000 Menschen, die teilen sich aktuell auf. Zum einen rund 1000 Menschen im Camp Liber. Das ist ja Ende Dezember sehr bekannt geworden in den Medien bei uns, weil es damals komplett niedergebrannt ist oder wurde. Das ist bis heute nicht ganz klar und wird sich wahrscheinlich auch niemals mehr aufklären. Und die anderen rund 1000 Menschen teilen sich dann nochmal auf in den Dschungel. Das sind einfach selbst gegründete Camps, das sind Zeltstädte, in denen die Menschen dann eben Obdach suchen. Wir haben hier sehr viele Bauruinen und verlassene Gebäude, auch dem Krieg geschuldet. Dort kommen die Leute viel unter und natürlich in dem Gebirge ganz nah zur kroatischen Grenze. Im Dschungel fällt uns die Verpflegung tatsächlich sehr schwer. Es ist sehr schwer, man muss die Leute natürlich finden und erstmal hinkommen. Ja, das ist jetzt, da gibt es jetzt leider keine asphaltierte Straße, wo man mal eben irgendwie einen Sprinter oder einen Laster mit Schlafsäcken, Zelten und Essen hochfahren kann. Natürlich, wenn es schneit, wenn es regnet, ist es uns fast sogar unmöglich, die Leute zu versorgen. Wir müssen dann immer ein Zeitfenster suchen, in dem das dann möglich ist. Und der Sachgüterbedarf ist enorm. Ja, die Leute gehen unglaublich oft auf Game. Es gibt, wenn man sich mit den Menschen unterhält, die sagen, dass sie erzählen das dann natürlich auch oft und sagen, manche Leute sagen, ich war 50, 60 Mal auf Game. Bedeutet 60 illegale Pushbacks, 60 Mal Gewalt erfahren, welche Art auch immer. Das fällt uns tatsächlich sehr schwer. Wir müssen einfach diesen Sachgüterbedarf erstmal decken können. Ja, da muss man die Ressourcen finanzieller oder anderer Art erstmal haben. Im Camp Liber ist es ein bisschen einfacher für uns mittlerweile geworden. Wir haben seit dem Brand massiv an der medizinischen Versorgung gearbeitet. Wir konnten jetzt also die medizinische Versorgung so weit etablieren und stabilisieren, dass Menschen einen 24/7 Zugang zur Medizin haben. Das heißt, es sind immer zwei Rettungssanitäter und oder Ärztinnen vor Ort im Camp selbst, in einer Ambulanz, in einem Behandlungscontainer können die Menschen hinkommen. Wir haben Covid-Schnelltests für Neuankömmlinge. Das sind, also Camp Liber ist ein Single-Man-Camp, deswegen haben eben nur Männer. Und eine Quarantänestation, falls jemand positiv getestet wird. Und ganz neu haben wir ein kleines Krankenhaus, auch aus Behandlungscontainern jetzt bestehend. Das ist dann für Menschen, die zum Beispiel mit Knochenbrüchen nach einem Pushback zurückkommen und nicht in einem Militärzelt in einem Stockbett schlafen können. Die brauchen dann längere Bettruhe, längere Behandlung. Das konnten wir jetzt alles in Liber etablieren. Aber natürlich ist das noch weit entfernt von menschenwürdigen Zuständen. Ja, leider. Ich würde gerne eine kurze Nachfrage stellen, weil Sie haben das jetzt sehr eindrücklich beschrieben auf der bosnischen Seite. Aber was muss ich mir genau unter so einem Pushback stellen? Also ich verstehe, dass es sehr schwierig ist, mit einem Boot das Mittelmeer zu überwinden und dass es sehr gefährlich ist. Aber an der Landgrenze, die ja relativ klar definiert ist, auch vielleicht durch den Wald hindurch, warum ist es so schwierig, nach Kroatien zu gelangen? Und warum sagen Sie, das ist eine Gewalterfahrung, dass so viele Personen wieder zurückkommen? Was passiert da genau? Also was passiert ist eben, dass die Menschen dort aufgefangen werden und also von nationalen Grenzschutz oder supranationalen Grenzschutz, da reden wir von Frontex. Die sind sehr gut ausgestattet, die haben Wärmebildkameras, die haben gute Fahrzeuge, die haben viel Personal, die können diese Grenzen abdecken und überwachen. Und naja, also ein Pushback sieht so aus, dass die Menschen festgehalten werden und sie können keinen Antrag auf Asyl stellen. Und sie werden dann physisch oder psychisch tatsächlich, also wenn wir diese Gewalt eben angewendet, wir reden da von Menschen verprügeln, Menschen gezielt tatsächlich verprügeln, dass sie keine Rucksäcke mehr tragen, haben unglaublich viele Schulterverletzungen, damit die Leute gar nicht versuchen können, nochmal auf Game zu gehen. Wir haben natürlich auch, es gibt Berichte über sexuellen Missbrauch an den Grenzen, was natürlich sehr schwerwiegend ist. Dann gibt es natürlich auch Erniedrigungen, Beleidigungen, Beschimpfungen, also all das, was so unter Gewalt eben passiert. Und dann werden die Leute nach Bosnien zurückgedrängt, über die Landesgrenze zurück. Ihnen wird dann zu dieser Gewalt, die sie
bereits schon erfahren haben, zu dem Trauma, das sie da schon erfahren haben, wird ihnen noch alles, was sie an Habseligkeiten haben, abgenommen, das heißt Telefon, Powerbanks, was unerlässlich ist, um sich zu orientieren, um vielleicht auch einen Notruf abzusetzen an eine Organisation wie SOS Bihać und zu sagen, hier ist mein Standort, ich weiß gar nicht, wo ich bin 5 Kilometer Fußmarsch von der nächsten Siedlung entfernt, könnt ihr mir bitte helfen, ich bin vielleicht schwer verletzt. Ihnen werden die Schuhe abgenommen, sie werden ganz oft bis auf die Unterwäsche ausgezogen, was natürlich im Winter, wenn wir dabei minus 20 Grad in den Bergen sprechen, einfach lebensgefährlich ist. Na, das passiert eben bei Pushbacks und wir haben vermehrt Berichte über Ketten-Pushbacks. Das sind innereuropäische Pushbacks, das sind Menschen, die es bis nach Österreich geschafft haben, bis Italien geschafft haben, die dort in Sicherheit gewähnt haben und dann aber von der Polizei aufgegriffen werden und dann über innereuropäische Landesgrenzen hinweg bis nach Bosnien deportiert werden. Und das ist für uns tatsächlich sehr alarmierend. Also da geht es darum, dass EU-Staaten miteinander kooperieren, um Menschen illegal wieder zurück nach Bosnien zu pushen und ihnen jegliches Anrecht auf Asyl und auf körperliche Unversehrtheit eigentlich zu verwehren. Und das sind Entwicklungen, die uns enorm alarmieren hier bei SOS Bihać und auch sonst natürlich in der Zivilgesellschaft. Das ist eigentlich nicht die Rechtsordnung und nicht das Verständnis von Schutz, den wir uns eigentlich auf die Fahnen schreiben in Europa. Dankeschön nochmal. Ich würde jetzt die Diskussion gerne ein bisschen nach München holen, um wieder Morgen e.V., Netzwerk der Münchner Migrantinnen und Migrantenorganisation. Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich auch Geflüchtete bei Ihnen organisiert. Wenn Sie das jetzt hören, was Frau Papke aus dem Mittelmeer und Frau Ganzmann aus der, von der, vom Balkan erzählen, überrascht Sie das oder sind Sie auch vertraut mit solchen Schilderungen? Das überrascht mich überhaupt nicht. Also ich bin auch vertraut mit der Situation und Erzählungen. Also die Menschen, die erstmal in München ankommen, sind erstmal froh angekommen zu sein, nach dem, was sie alles erlebt haben. Aber es bleibt immer noch in der Psyche und in der Seele so viel Druck da. Und ja, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, was sie alles miterleben. Und vor allem während der Pandemie noch ist es so, dass manche Menschen nicht mehr trauen, einander zu helfen, sondern sind dann schon so auf Abstand, ich möchte nicht krank werden. Und das erschwert dann natürlich auch die Lage. Ja, so. Ich kenne eine bekannte Familie, Familie aus dem Bekanntenkreis, und die meinten auch, dass es ja, schwierig ist. Also jeder möchte in seiner Ecke sein, weil man Angst hat, auch krank zu werden und dann nicht mehr weitergehen zu können. Also es ist wirklich eine erschwerte Lage, was die Leute gerade durchmachen, ja. Vielen Dank. Und Morgen e.V., würden Sie sagen, es ist Teil der Aufgabe, auch sozusagen diese Zuflucht mitzuorganisieren, das, was Sie gesagt haben, dass es wichtig ist, auch erstmal in München ankommen zu können? Mhm. Oder ist es auch eine politische oder eine politische Repräsentation von Anliegen von Geflüchteten, die ankommen? Also nicht ausschließlich natürlich, aber. Ja, ich würde also beides. Also es ist auf jeden Fall wichtig, ist, die Flucht mitzuorganisieren. Und es ist auch eine politische, dass es auch eine politische Sicht gibt, weil wenn wir keine Hilfe von der Politik haben, dann, also alleine schafft man es ja nicht. Genau. Vielen Dank. Herr Mayer. Jetzt also institutionellere Sicht. Sie vertreten oder Sie sind der Leiter vom Amt für Wohnen und Migration. Wenn Sie diese Schilderungen hören, würde ich Sie gerne fragen, wie blickt die Stadt München auf wie setzt sich die Stadt München in Bezug zu solchen Schilderungen oder zu diesen Situationen, weil es ja jetzt erstmal gar nicht offensichtlich ist, dass eine Stadt wie München, die relativ im Zentrum, sage ich mal, oder im Inneren der Europäischen Union liegt, sich mit einer Situation an der Außengrenze in Bezug setzt. Und was haben Sie denn für Handlungsmöglichkeiten als eine städtische Institution dazu? Ja, bevor ich zu den Handlungsmöglichkeiten komme, ist es an sich schon Tradition, jetzt gerade in den letzten Jahren. Und wer an 2015 denkt, der weiß das natürlich auch genau,
dass die Menschen in der Stadt und auch der Münchner Stadtrat sich Gedanken darüber macht, was in Europa passiert und die Situation von den Menschen an den Land- oder Seeaußengrenzen der EU können uns natürlich nicht kalt lassen. Und da gibt es auch dementsprechende Beschlüsse des Stadtrats. Nicht umsonst hat ja die Stadt auch die Patenschaft über die Ocean Viking übernommen und auch dementsprechend bei der Spendensammlung hier mit unterstützt. Aber die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten, außerdem, dass wir moralisch das eine oder andere fordern oder dass wir auch mal eben zu Spendensammlungen aufrufen, ist schon begrenzt. Die Stadt München ist eine Gebietskörperschaft in Deutschland und die Außenpolitik macht in Deutschland logischerweise die Bundesebene, das Außenministerium. Darum dürfen wir auf der formalen Ebene hier überhaupt nicht eingreifen. Das Einzige, was wir tun können, ist eben Organisationen zu unterstützen und auch das ist eingeschränkt, weil wir eigentlich nur Organisationen unterstützen dürfen, die ja in München aktiv sind. Jetzt können wir natürlich in München schon Organisationen unterstützen, die sich um Geflüchtete kümmern, die auch nicht in München sind. Oder wir können sagen, die vielen Menschen, die im Mittelmeer gestorben sind, das ist eine globale Katastrophe, wo auch die Kommune mitverantwortlich ist, hier praktisch mit beizutragen. Das ist der Grund, warum wir diese Spendensammlung auch so unterstützen konnten. Aber sonst ist es schon so, dass praktisch die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten der Stadt über Appelle hinaus begrenzt sind. Bei den Appellen, wenn wir schon sind, die Stadt hat sich natürlich wie inzwischen 230 andere deutsche Städte als sicherer Hafen erklärt und ist bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Jetzt ist diese Bereitschaft aber tatsächlich eine eher moralische Bereitschaft, weil wir nicht zuständig sind dafür. Das heißt, die Bundesgesetzgebung und auch die Landesgesetzgebung und auch die entsprechenden Umsetzungen durch die Ministerien ist so strukturiert, dass der Bund Geflüchtete, die in Deutschland ankommen, verteilt. Und es kommen auch Geflüchtete nach München. Und wir können auch sagen, wir sind hier bereit. Aber das funktioniert derzeit auch alles im Rahmen des Dublin-Abkommens, mit Ausnahme von Resettlement-Programmen oder eben dann so eine humanitäre Aufnahme wie diese 1553 Menschen aus Moria. Aber bezogen auf das, was hier notwendig wäre, ist es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und davon sind nach München 20 gekommen. Vielen Dank. Jetzt hatten wir natürlich angekündigt, und ich denke auch, das ist die Frage, die sich natürlich stellt, dass die Situation an den Außengrenzen, so wie wir es bisher gerade schon gehört haben, also Seenotrettung ist was seit vielen, vielen Jahren vor sich geht. Die Schilderungen von den Pushbacks an den Landgrenzen, jetzt vielleicht nicht unbedingt an der bosnisch-kroatischen, aber auch an anderen Landgrenzen, ist natürlich auch schon seit vielen Jahren oder seit Jahrzehnten eigentlich schon bekannt und setzen sich fort. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt über ein Jahr lang die Covid-19-Pandemie. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie beeinflusst die denn die Situation an den Außengrenzen, so wie wir sie gerade besprochen haben? Frau Ganzhorn, Sie haben schon angedeutet, dass Sie, dass es im Lager Lipa, was Sie logistisch unterstützen, eine Rolle spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Situation noch schwieriger gemacht hat. Wie ist es denn genau vor Ort mit Masken, mit Covid-19, mit Social Distancing? Was hat sich geändert? Ja, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, ist Social Distancing in Camps, egal innereuropäisch oder außereuropäisch, nicht möglich. Was sich tatsächlich verändert hat, ist, dass die Versorgung für Menschen auf der Flucht jetzt eigentlich noch schlechter geworden ist. Sie sind noch mehr abgeschnitten vom Gesundheitssystem. Wir hatten jetzt hier, das hiesige Krankenhaus hat vor einigen Wochen beschlossen, dass nur noch Menschen behandelt werden, die einen negativen Schnelltest vorweisen können. Ja, soll jetzt ein Geflüchteter an einen Schnelltest kommen. Ja, da sind wir dann eingesprungen als Organisation, als SOSB hat schon gesagt, okay, wir müssen jetzt Schnelltests organisieren, sie hierher bringen lassen, damit Menschen im Krankenhaus behandelt werden können. Also von der eh schon sehr schlechten gesundheitlichen Versorgung sind wir jetzt nochmal eine Stufe runtergegangen und es ist sie wirklich katastrophal.
Und Organisationen, lokale Organisationen müssen dann eben die staatlichen Aufgaben übernehmen und die Leute versuchen, das irgendwie abzufedern. Bei uns bei SOS Bihać hat sich verändert, ja, wir versuchen Masken auszugeben, aber auch das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Leute haben keine Möglichkeit, die zu desinfizieren. Ja, die FFP2-Masken können dann ein paar Tage getragen werden, werden dann zum Lüften rausgehängt und das war's dann. Also so wirklich gegen die Pandemie können wir eigentlich nicht ankämpfen. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, das sind Menschen, die sind geflohen vor Krieg, vor Folter, vor Sklaverei. Das sind alles ganz greifbare und erlebbare Gefahren. Und ein unsichtbares Virus, so tödlich es dann eben auch ist, ist für die Menschen erstmal ganz weit unten auf der Liste an Gefahren, denen sie sich täglich ausgesetzt sehen. Also zum einen haben sie in ihrem Heimatland extreme Gefahren, vor denen sie fliehen. Und hier jetzt im bosnisch-kroatischen Grenzbereich, wie ich schon gesagt habe, im Winter Erfrierungen, im Sommer Dehydration, halb tot geprügelt werden von Grenzbeamten, Bären, Wölfe, Wildschweine, die einen angreifen können. Auch das ist also ein unsichtbares Virus. Das ist für die Leute dann einfach nicht so greifbar. Und das sehen sie dann gar nicht so als die Gefahr, die sie bedroht, weil so viel anderes noch davor passieren könnte. Und ja, leider ist Bihać ist ja im Unasana-Kanton, das ist einer der ärmsten Kantone in ganz BH. Und die Gesundheitsversorgung war hier schon immer sehr angespannt. Durch Covid ist das alles noch schwieriger geworden. Der Poliklinik fehlen aktuell 5 Ärztinnen, um den Betrieb gut aufrechterhalten zu können. Und je schlechter die Gesundheitsversorgung für lokale Bevölkerung ist, desto schlechter sind natürlich dann für geflüchtete Menschen, weil natürlich sagt die Poliklinik, tut uns leid, wir können jetzt gerade keinen Arzt, keine Ärztin entbehren, wenn wir die lokale Bevölkerung nicht einmal versorgt kriegen. Also es fehlt hier an allen Ecken und Enden und Covid-19 hat einfach alles nochmal wirklich verstärkt und hinzu kam dann ein Erdbeben Ende 2020, das hat dann die Poliklinik beschädigt, die ist zum Teil einsturzgefährdet. Da kam dann ein Ereignis zum nächsten, was das Ganze wirklich extrem verschärft hat. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, also Covid ist ein Brennglas für soziale Ungerechtigkeiten. Und das macht sich hier in Bosnien wirklich stark bemerkbar. Wir haben auch natürlich einen Rückgang erlebt von internationalen Hilfsorganisationen. Bosnien-Herzegowina war bis vor kurzem Hochrisikogebiet. Sarajevo hatte vor einem Monat eine Inzidenz Zahl von 1300, da entsendet niemand mehr Mitarbeiter. Ja, und wenn die Mitarbeiter noch da sind, die werden dann zurückgezogen, weil das natürlich auch für die Menschen gefährlich ist. Und das ist ja auch klar, man muss ja natürlich dann auch diese Seite verstehen. Wir haben natürlich auch einen Rückgang von finanziellen Spenden erlebt, weil nun mal auch Menschen in Westeuropa ganz klare Existenzängste erleben. Und natürlich spende ich weniger an, sei es jetzt Seenotrettung oder andere Organisationen, wenn ich meine eigene Lebensgrundlage in Deutschland bedroht sehe oder sie eben auch wirklich akut bedroht ist. Und all das führt eben, dass die Schwächsten der Schwächsten eben noch schlechter gestellt sind, was soziale Teilhabe angeht, was Gesundheitsversorgung angeht. Ja, es ist also Covid-19 hat uns hier wirklich schon übel mitgespielt und die Situation nochmal enorm verschärft, leider. Frau Papke, Sie hatten es vorhin schon angedeutet oder Sie hatten sie auch oder hatten auch gesagt, wir kommen da bestimmt nochmal dazu. Die Blockadehaltung gegenüber der zivilen Seenotrettung. Das wäre jetzt meine Frage. Ich könnte mir vorstellen, und wir haben ja vorab auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Sie haben ja gesagt, dass es über die letzten Jahre schon immer schwierig war, dass es staatliche Versuche gab, die zivile Seenotrettung auch zu behindern. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es unter den Vorzeichen von Covid-19 natürlich noch mal viel schwieriger ist. Ich rufe mir die Bilder vor Augen, die man oft sieht in der Seenotrettung. Das sind natürlich kleine Schiffe, es sind viele Menschen, die sie aufnehmen. Wie funktioniert denn auf der Ocean Viking sowas wie Social Distancing oder wie muss ich mir das vorstellen, sozusagen die Ankunft in einem italienischen Hafen unter Bedingungen von Quarantäne,
14 Tage und fehlenden Untersuchungen. Können Sie uns dazu ein bisschen berichten? Also Quarantäne, also erstmal vielleicht hinten angefangen, weil Sie auch nach den Häfen fragten. Also wenn die Menschen ankommen, dann werden die halt erstmal auf Quarantäneschiffe gebracht, die auch sehr, ja, natürlich sehr umstritten sind, dass erstmal nicht letztendlich über die Aufnahme gesprochen wird, sondern wenn die Menschen in die Häfen kommen, werden die auf sogenannte Quarantäneschiffe gebracht. Und für uns letztendlich hat es an Bord und bei den Rettungen, und da kann ich gleich nochmal was zu sagen, gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, sondern was für uns einen großen Unterschied gemacht hat, ist einfach, und Sie haben es angesprochen, die Blockadepolitik, die die zivile Seenotrettung im Grunde schon seit Jahren erfährt. Das ist natürlich für politische Akteure eine willkommene Einladung war, jetzt zu sagen, oh, jetzt gibt es eine Pandemie, und man hat im Grunde 2020 faktisch die Häfen geschlossen. Also es ist vorgekommen, dass manche Gerettete tagelang auf dem Wasser bleiben mussten, weil die Häfen geschlossen waren. Und auch SOS Mediterranee hat im Frühjahr 2020 einen Brief vom Innenministerium bekommen mit der Bitte, man möge doch bitte nicht auslaufen, denn es sei jetzt gerade alles ganz schwierig. Und natürlich war das schwierig und die Welt war irgendwie überfordert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Aussetzen humanitärer Prinzipien und geltendem internationalen Recht und uns aufzufordern, im Grunde faktisch zu sagen, na, lassen Sie mal das Retten sein, war für uns natürlich schon auch ein Stück weit nochmal eine neue Form der Eskalation, wenn uns das auch ein deutsches Innenministerium letztendlich mitteilt. Und wir waren dann wirklich 2-3 Monate dazu gezwungen, im Hafen zu bleiben, denn die Frage, fährt man raus und bekommt dann keinen Hafen, ist halt auch keine, die man letztendlich verantworten kann. Das heißt, faktisch gab es Wochen, wo kein Rettungsschiff auf dem Mittelmeer war. Und auch das wurde schon angesprochen, für Menschen, die aus den Zuständen flüchten, aus denen sie flüchten, ist ein unsichtbares Virus, nichts, was irgendwie vergleichbar ist mit den Folterzuständen, die Menschen erfahren. Das heißt, das ist nichts, was sie von der Flucht abhält. Das heißt, die Menschen sind weiter geflüchtet, die Rettungsschiffe konnten nicht draußen sein und Corona war einfach eine willkommene Einladung für politische Akteure, uns das Retten noch schwieriger zu machen. Ganz konkret an Bord ist es so, dass es ganz strenge Protokolle gibt, auch bei uns, dass unser Team immer durch eine Schleuse muss, die Klamotten wechselt, im Grunde völlig in so ganz Körperanzügen mit Maske auf dem Schiff ist. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Menschen natürlich aus einer Todesangst kommen, wir die an Bord nehmen, dass für die ganz oft nach Monaten und Wochen und manchmal Jahren das erste Mal ein Ort ist, wo sie sich sicher fühlen können, und man begegnet ihnen im Grunde wie eine Mumie, weil man keine andere Chance hat, ist die Kontaktaufnahme, die sowieso schon schwierig ist natürlich, weil man kennt sich nicht, man kommt aus unterschiedlichen Kulturen, ist natürlich nochmal schwieriger. Also man sieht nur die Augen und so bleibt das auch. Und das ist so eine abstrakte Form, glaube ich, nochmal von Distanz oder auch von Angst vielleicht, die Geflüchteten da haben, die man ihnen zusätzlich nehmen muss. Und das macht es einfach nochmal ein Stück weit schwieriger. Also das Bild des Brennglases ist ja auch schon gefallen und das gilt für die Seenotrettung an der Stelle leider auch. Wie viel war denn die Ocean Viking jetzt in den letzten 12 Monaten, wenn ich die Pandemie mal so auf 12 Monate, ungefähr 12, 14 Monaten unterwegs? Ist es denn so, dass sie vor allem im Hafen festliegen müssen, oder ist es aktuell möglich? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich probiere es nochmal mit Video. Gerade ist es für uns ganz gut. Also wir haben die sogenannte Free-Praktik, so nennt man das in der Schiffssprache, dass wir immer wieder auslaufen dürfen. Wir müssen gerade in die Werkstatt, in die Werft, um ein paar Sachen zu regeln. Aber letztlich sind wir gerade ganz gut unterwegs. Also dieses Jahr war bis jetzt ein einigermaßen im Verhältnis, leider muss man ja immer sagen, ein gutes Jahr. Im letzten Jahr waren wir gefühlt zu 80%, also ich glaube auch statistisch, ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber zu 80% festgesetzt. Und so geht es jetzt auch den Kolleginnen und Kollegen. Die Sea-Watch 4 ist festgesetzt und es sind halt immer fadenscheinige Gründe. Also das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben keinen Salvini mehr, der populistisch durch die Gegend brüllt.
wir seien halt irgendwie Menschenhändler und Schmuggler und würden uns irgendwie bereichern. Das sind ja solche Vorwürfe, die im Raum stehen und wo einfach populistisch und laut durch die Gegend gebrüllt wird, wo natürlich auch ein Stück weit einfacher ist, darauf zu reagieren. Und die Blockadepolitik, die wir gerade sehen, die ist viel perfider, also weil sie viel administrativer ist und weil sie sich in wirklich den schlimmsten Paragraphen des Papierkrams wiederfindet, wo es um irgendwelche Schiffszertifikate geht. Und ich würde behaupten, die Ocean Viking ist das beste ausgestattete Schiff, was wahrscheinlich seine Akten und Ordner und Dokumente so ordentlich hat, wie ein anderes Schiff, was wahrscheinlich irgendwie in diesem Stateport Control, das ist wie der TÜV bei einem Auto. Und wir wissen, alle paar Jahre muss halt ein Auto in den TÜV. Und die Ocean Viking müsste auch eigentlich nur, weiß ich nicht, zweimal im Jahr von der Port State Control kontrolliert werden. Sie wird aber halt alle paar Wochen kontrolliert. Und es gibt halt einfach auch eine Ungleichbehandlung zwischen den Schiffen und die Rettungsschiffe werden einfach auseinandergenommen. Und es sind ganz perfide Dinge. Also als die letztens bei uns an Bord kamen, also um nur einmal ein Beispiel zu nennen, über was für Dinge wir da sprechen, ist, es gab halt früher bei Piratenangriffen, musste jedes Schiff so eine riesengroße Glocke irgendwo haben, dass man ganz laut läuten konnte, wenn es einen Piratenangriff gab. Natürlich gibt es diese Glocke an Bord der Ocean Viking auch. Diese Glocke war aber halt irgendwie sonst wo und keiner hat sie gefunden. Und nun, das war dann ein Mängel. Und solche Mängel sucht man und findet man natürlich dann und dann kann man das halt alles ewig ziehen im Prozess. Also diese Blockadehaltung und das unter allen Umständen Festhalten der Rettungsschiffe, was ja heißt, und das ist ja das Schlimme. Es heißt ja eigentlich, wir wissen, es flüchten Menschen. Wir wissen, es gibt zivile Seenotretter, die finanziert sind von der Zivilgesellschaft, die es eigentlich nicht geben sollte. Und wir machen ihnen trotzdem das Leben schwer, dass sie nicht auslaufen dürfen, um zu retten. Da muss man sich halt schon fragen, in was für einer Normalität man hier irgendwie angekommen ist. Und das ist halt leider eine Realität, die wir ja seit vielen Jahren so kennen. Vielen Dank. Vielleicht schließe ich gleich mit der Frage an, auf die wir dann eigentlich auch in dieser Veranstaltung hinaus wollen, nämlich was ist jetzt der Handlungsspielraum Ihrer Meinung nach von uns hier in München? Was können wir tun? Also Sie hatten, das finde ich sehr eindrücklich gerade dargelegt, sagen, wie viele Ecken und Enden es krankt und wo es besser gehen könnte. Aber was könnten wir entweder als Landeshauptstadt München oder auch als Münchner Zivilgesellschaft als Münchner postmigrantische Gesellschaft tun, um dieses sehr, sehr wichtige und dringende Anliegen eigentlich zu unterstützen. Was können Sie uns mitgeben? Ja, Herr Mayer hat es ja auch schon gesagt, war ja schon sehr vorbildlich unterwegs und hat uns ja auch finanziell und auch moralisch sehr unterstützt. Das kann man schon auch nochmal herausheben. Das mache ich jetzt auch nicht als Werbeblock, sondern das ist schon was, wo man sagen muss, dass das freut auch die Crew an Bord zu sehen. Hey, es gibt eine Stadt, die stellt sich dahin und die sagt, wir unterstützen euch und wir tun das auch öffentlich, denn die zivile Seenotrettung ist ja aus welchen Gründen auch immer spaltet die. Also es gibt viele Orte, Unternehmen, Organisationen, die sich ganz klar bekennen. Und ich glaube, sich laut zu bekennen, also sei es auf Demonstrationen, sei es, und so ist es ja schon mit dem sicheren Hafen und der Seebrücke, dafür einzustehen, dass es nicht sein kann, dass Menschen sterben, Briefe an Seehofer zu schreiben. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber trotzdem ist es einfach eine sehr konkrete Politik. Wir hatten ja auch im Vorhinein, hatten Sie auch gesagt, ja, es darf auch gern utopisch sein. Und ich hatte eben mit meiner politischen Referentin, haben wir noch mal kurz drüber gesprochen. Und die sagte dann so, es geht um ganz konkrete Politik. Es geht ja überhaupt nicht um Utopien. Das ist einfach, es muss geltendes Recht wieder umgesetzt werden. Und ich glaube, es ist wirklich ein Punkt. Wir müssen einfach sehen, was im Mittelmeer passiert. Da wird einfach geltendes Recht, so wie es Frau ganz vorhin auch schon gesagt hat, es gibt das Recht auf Asyl, es wird einfach ausgesetzt. Es wird einfach ausgesetzt. Und dafür einzustehen und zu sagen, wir verstehen uns als Europäerinnen und Europäer und möchten, dass geltendes Recht eingehalten wird und dass wir Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, da muss einfach jeder für sich entscheiden, ob man Euro übrig hat und uns oder auch anderen Organisationen spenden kann, ob man mit auf Demonstrationen geht, aber auf jeden Fall nicht die Augen zuzumachen und das, was da passiert, als Normalität anzuerkennen. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die wir haben, dass uns diese Nachrichten über die Schiffbrüchigen und über die jetzt sind wieder so und so viele Leute ertrunken,
gucken oder auf den Landesgrenzen passiert dies und das. Ceuta hatten Sie gerade angesprochen. Und selbst ich, wenn ich Frau Ganzhorn zuhöre, ich denke mir jedes Mal wieder, und das ist eine Realität, die ich jeden Tag auf der Mattscheibe habe, ich denke mir jeden Tag, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist eine so menschenverachtende Politik. Und das einfach ganz klar zu benennen, jeder so wie er kann, da geht es gar nicht nur um SOS Militärnähe, sondern um Menschenwürde. So, und da würde ich mir einfach wünschen, dass das lauter ausgesprochen wird. Vielen Dank. Ich würde vielleicht gleich mit einer ganz ähnlichen Frage an Frau Ganzhorn gehen. Wir haben jetzt gesagt, Logistik ist das eine, konkrete Unterstützung. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, Dokumentation ist ganz wichtig in Ihrer Tätigkeit. Ist das ein Ansatz? Ist das auch was, womit man Sie unterstützen kann, dass Sie sagen, es muss mehr Informationen gesammelt werden, es müssen mehr Informationen aufbereitet und auch verbreitet werden, damit sagen wir mal, die europäischen Gesellschaften besser verstehen, was an ihren Grenzen passiert? Ist das ein Ansatz, den wir auch unterstützen können hier in München? Ja, wir arbeiten hier sehr viel mit Dokumentation von Pushbacks. Zum einen für den Untersuchungsausschuss, der jetzt hier läuft, gegen die Frontex auf europäischer Ebene. Aber zum anderen auch, um zu sagen, hey, es passiert, auch wenn ihr wegguckt, auch wenn ihr nicht zuhört, es passiert trotzdem und niemand kann mittlerweile mehr sagen, wir haben nicht davon gewusst, niemand in Deutschland, in der EU kann sagen, wir haben nicht davon gewusst, dass Menschen ertrinken, dass Menschen an Landesgrenzen missbraucht werden, verprügelt werden, erniedrigt werden und sterben müssen. Und für was? Also damit die EU ihre Privilegien aufrechterhalten kann. Oder also das ist so ein Punkt, den verstehe ich einfach nicht. Für was opfern wir denn diese Menschenleben? Wieso muss diese Abschottungspolitik überhaupt existieren? Vor was haben wir denn so Angst? Vor ein paar tausend Menschen, die um Schutz erbitten? Das kann eigentlich eben nicht das sein. Und das, was Frau Popke eben schon gesagt hat, sich laut dazu zu bekennen und zu sagen, Menschenwürde ist ein Konzept, dem wir uns immer noch verbunden fühlen und wir wollen, dass die Menschenrechte, sei es jetzt unser Grundgesetz hergibt, sei es die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist ja dann egal, daran müssen wir uns halten. Wir müssen weg von dieser Diskursverschiebung, dass das die neue Normalität ist. Naja, gut, sind halt ein paar Menschen ertrunken, naja, sind ein paar Pushbacks passiert. Das kann eigentlich nicht das Europa sein, worauf wir uns geeinigt haben vor ein paar Jahrzehnten. Also da verweigere ich mich und auch sehr viele Organisationen, das anzuerkennen. Und das wäre schön. Und das passiert ja auch natürlich durch die sicheren Häfen. Aber wir sind uns hier vor Ort, egal an welchen Grenzen, an welchen Ausgrenzen, sehr schmerzlich bewusst, dass der Handlungsspielraum von Kommunen und eben auf dieser kommunalen Ebene oder landesrechtlicher Ebene sehr begrenzt ist, weil die Bundesebene und die EU-Ebene das Ganze torpediert und das Ganze aktiv behindert. Na, das ist uns eben sehr klar. Und also ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten, also natürlich in der Dokumentation unterstützen. Es fällt uns tatsächlich als SOS-BIHAC-Team sehr schwer, diese Dokumentation aufrechtzuerhalten. Weil man hat dann einen medizinischen Notfall und dann gibt es drei Familien mit Kleinkindern, die nichts zu essen haben und bei Minusgraden im Schnee ausharren. Da hat man andere Prioritäten, als noch ein kurzes Interview zu führen und zu fragen, Entschuldigung, können Sie kurz erklären, wie der Pushback verlief? Das ist wirklich sehr schwierig mit unterzubringen. Da fehlt es bei uns einfach an personellen Ressourcen. Und naja, natürlich ist das, man nimmt das ja mit nach Hause. Das geht ja nicht spurlos auch am Team selbst vorbei. In Bosnien-Herzegowina kommt ganz erschwerend der Bosnienkrieg dazu. Das ist eine Generation von traumatisierten Menschen. Das sind Menschen, die haben aktiv einen Genozid erlebt. Und die werden jetzt retraumatisiert. Das müssen die auch erstmal stemmen. Das ist alles nicht so einfach dann tatsächlich. Und da tatsächlich Unterstützung zu erfahren, sei es jetzt eben mit Hilfe von Dokumentation, wäre wirklich schon viel wert, einfach um die Gesellschaft auch vielleicht nochmal wachzurütteln und zu sagen, hey Leute, guckt doch mal hin, was hier passiert. Wollt ihr das wirklich? Oder also kann man da nicht irgendwie sich viel aktiver positionieren? Und das muss ja auch dann gar nicht die großen Spendengelder sein. Das kann ja wirklich Demonstration sein. Wir haben ganz viele Kooperationen mit deutschen Vereinen, was sehr schön ist. Ne? Wir haben jetzt aktuell eine neue Kooperation mit den Sea Punks aus der Seenotrettung. Das ist total schön, dann zu sehen, dass eben Seenotrettung und der Balkan,
dann zusammenfinden und dann für den gemeinsamen Nenner Menschenwürde und all das einstehen. Was mir jetzt so spontan und meinen Kollegen hier vor Ort noch eingefallen ist, tatsächlich mit der Stadt München, eben weil wir schon angesprochen haben, dass das sehr begrenzt ist, ist zum Beispiel eine Städtepartnerschaft. Wie hat schon München zum Beispiel, also als Beispiel jetzt wirklich nur, weil wir wirklich auf der Suche sind nach besserer medizinischer Versorgung. Da geht es eben um Ausstattung für das Krankenhaus, aber auch um Fortbildungen für die Ärztinnen hier vor Ort, personelle Unterstützung, dass man einfach medizinisches Personal für 3 bis 6 Monate hierher schickt, um einfach unterstützend tätig zu sein und um auch der lokalen Bevölkerung zu signalisieren, hey, wir sind solidarisch mit euch. Wir haben euch nicht vergessen. Das ist etwas, was in Bosnien wirklich ganz oft der Fall ist. Bosnien fühlt sich erneut von Europa vergessen. Sie wurden im Bosnienkrieg vergessen und werden jetzt wieder vergessen, werden in den Medien oft geframed als die bösen bosnischen Menschen, die die Geflüchteten nicht haben wollen. Dabei wird gar nicht erwähnt, wie arm die Bevölkerung, die Lokalbevölkerung eigentlich selber ja auch schon ist und wie traumatisiert nach dem Krieg. Ja, das wäre dann auf einer höheren Ebene dann eben auch so eine Forderung, sich mehr mit diesen Ländern zu beschäftigen und das auch anzuerkennen und dann den bosnischen Menschen mit Respekt zu begegnen, mit auf Augenhöhe zu begegnen. Und ihm zu sagen, hey, wir verstehen, das ist für euch auch sehr schwer, die Situation, aber wir versuchen euch da so gut wie es geht zu helfen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine Frage, die jetzt schon bei uns aus dem Publikum aufgeschlagen ist, vielleicht kurz thematisieren. Es geht darum, rechtlich gegen Pushbacks vorzugehen, weil so wie ich das verstehe, was Sie beschrieben haben, also das ist gut dokumentiert. Sie haben es schon angedeutet, es geht um die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt um die Europäische Grundrechtecharta. So wie Sie das erzählt haben, jetzt in meinem Verständnis würde ich sagen, das ist auch strafrechtlich relevant, was da passiert. Und ja, wenn es darum geht, wie Frau Papke und die politische Referentin gesagt hat, hier, es geht einfach darum, geltendem Recht wieder Geltung zu verschaffen. Geht das? Kann ich? Haben Sie damit Erfahrung? Ich bin an der Grenze. Kann ich sozusagen gegen einen individuellen Pushback vorgehen? Kann ich vorgehen gegen offensichtlich eine systematische Praxis einer zum Beispiel kroatischen Grenzschutzpolizei oder die Unterstützung durch die Europäische Union? Kann ich gegen diese Agentur vorgehen oder vielleicht gegen die Europäische Kommission? Haben Sie da Erfahrungen damit? Naja, aktuell läuft ja dieser Untersuchungsausschuss. Da sind wir sehr zwiegespalten. Wie gesagt, es ist bestens dokumentiert, dass man überhaupt einen Untersuchungsausschuss gegen die eigene Agentur innerhalb Europas braucht. Also innerhalb der EU ist schon sehr fragwürdig. Es läuft jetzt auch ein Verfahren in Österreich, in der Steiermark, wenn ich mich richtig entsinne, gegen 2 Polizeibeamten, die sich charmanterweise auf den Standpunkt stellen, ja, der Pushback hat stattgefunden, weil die Menschen das Wort Asyl nicht benutzt haben. Also es gibt eben immer wieder Gerichtsverfahren, die so als Präzedenzfall dienen. Es gibt jetzt ein Gerichtsurteil aus Italien. Da kann man jetzt, wenn man den Pushback nachweisen kann, zum Beispiel, indem der geflüchtete Mensch jemanden anderem eine Location gesendet hat, also ein Geostandort oder ein Foto, wo ganz klar zu erkennen ist, dass er sich in Italien befunden hat. Und wenn dieser Mensch dann eben bis nach Bosnien oder anderswohin gepusht wurde, gibt es jetzt das erstinstanzliche Urteil aus Italien, dass man dann ein Visum gewähren muss, um Antrag auf Asyl zu stellen. Das sind so die ganz kleinen Gewinne, die man erzielen kann auf dieser Ebene. Dass man sich überhaupt drum streiten muss, ist sehr traurig. Und es ist natürlich super schwierig. Also die Menschen, die da sich auf der Flucht befinden, haben jetzt nicht den besten Einblick in EU-Recht. Wie sollen die wissen? Also selbst EU-Bürgerinnen haben nicht immer 100%igen Einblick, wie das Ganze funktioniert. Wie sollen dann die Menschen, die gerade auf der Flucht sind, sagen, auf die Idee kommen, ah, jetzt reiche ich Klage ein. Es müssen immer Akteure da sein, Hilfsorganisationen, die das Ganze eben übernehmen. Und die werden ja auch oft kriminalisiert. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist sehr, sehr schwierig dann. Und das ist ja ein Kampf David gegen Goliath. Also wenn man gegen die EU vorgehen will, haben die nun mal
die besseren finanziellen Ressourcen. Die haben ganz längeren, viel längeren Atem, um so einen Gerichtsprozess aufrechtzuerhalten. Das ist richtig schwierig und das ist sehr zeitraubend und natürlich auch, dann läuft man auch Gefahr, dass die Leute, die das vielleicht mal angestoßen haben, selber irgendwann ausgebrannt sind und diesen Kampf gar nicht mehr weiterführen können. Na, also das ist halt wirklich alles sehr schwierig und es wäre einfach tatsächlich am besten, wenn wir uns wieder an das geltende Recht halten würden. Oder zumindest dann eben uns jetzt als Organisationen, die Beweise an den Untersuchungsausschuss liefern, einfach irgendwie personell und finanziell unterstützen, damit das Ganze irgendwie vorwärts geht. Das wären so, das sind eben wirklich so diese ganz kleinen Erfolge, die man bisher in puncto Pushbacks erzielen konnte. Vielen Dank. Frau Mieler, darf ich noch mal zu Morgen e.V. und kommen? Was denken Sie, wären die Spielräume von einer Kommune wie zum Beispiel der Stadt München, um sich in dieser Situation zu engagieren? Ich denke, es wäre wichtig und gut, mehr Unterstützung bei pädagogischen und psychischen Maßnahmen zu haben. Also hier in München? Ja, hier in München, denn auch viele, die ankommen, okay, natürlich muss man erstmal unter Quarantäne, aber dann sind die Familien in den Zimmern und da muss man halt auch extrem aufpassen vor Schutz vor der Isolation, also dass sie sich nicht isolieren und deswegen denke ich, dass wir mehr Unterstützung bräuchten bei pädagogischen und psychischen Unterstützung, genau. Also dass die Ankunft quasi nochmal besser betreut ist? Genau, dass die Ankunft und das Dableiben, also während die in den Unterkünften sind, einfach besser betreut ist, weil aufgrund von der Pandemie ist es ja so, dass nicht mehr viele Ehrenamtliche oder fast gar kein Ehrenamtliche mehr Zugang zu den Gemeinschaftsunterkünften haben. Und vielleicht, dass man etwas mehr Freiraum hätte. Vor allem ist es auch wichtig für Kinder und Jugendliche. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man durch so eine Situation geht und wir haben es ja gehört, dass es teilweise eine Flucht von vielen Jahren ist, also viele Jahre unterwegs, wo Traumatisierung passiert. Das kann ja, es muss ja auch sich jahrelang ziehen, ich glaube, so eine Gewalterfahrung überwinden zu können, auch selbst wenn man dann mal in München angekommen ist. Ja, das ist es. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man die Unterstützung von Pädagogen und Psychologen hat, denn es gibt einige, die isolieren sich, dann denken sich ja, in meinem Zimmer, hier habe ich Schutz. Und dann also schützt man sich vor draußen oder man traut sich gar nicht mehr rauszugehen oder etwas zu tun, genau. Oder man verfällt in einer Sucht. Also deswegen wäre ein guter Handlungsspielraum bei mehr Pädagogen und Psychologen, genau. Vielen Dank. Herr Mayer, jetzt nochmal zur institutionellen Ebene. Ich würde gerne mit der Frage einsteigen, würden Sie sich wünschen, dass die Stadt München mehr machen darf? Wenn ich Ihnen so eine Frage stellen kann, weil Sie hatten es vorhin so angedeutet, Außenpolitik wird über das Bundesaußen, also über die, auf der Bundesebene natürlich gemacht, klar. Aber ich denke mir, wir sind doch in Europa eigentlich. Außenpolitik, das hört sich so nach Diplomatie und allem an, aber hier geht es ja eigentlich um unseren Kontinent. Würden Sie sich wünschen, dass eine politische Einheit wie die Stadt München da einfach auch freier handeln kann und zum Beispiel auch einfach sagen kann, ja, wir haben die Kapazitäten, und wir haben auch das Geld dafür, um eine Aufnahme zu machen. Warum wird uns das verwehrt? Ja, also das mit dem Geld ist gerade ein bisschen eingeschränkt. Darum lassen wir das vielleicht mal außen vor. Ja. Grundsätzlich halte ich es schon für sinnvoll, dass auch Kommunen im Rahmen von selbstgewählten Schwerpunkten da auch innerhalb Europas direkt unterstützen können. Derzeit ist es halt so nicht möglich. Aber natürlich, wir haben uns jetzt ja gerade um geflüchtete Menschen in Griechenland auch viele Gedanken gemacht. Es gibt auch Münchner Hilfsorganisationen, die die Menschen unterstützen, die von der griechischen Regierung einfach aus den Unterkünften rausgeworfen und auf die Straße gesetzt werden, ohne jegliche Versorgung. Das ist die Situation dann ganz ähnlich wie in Bihać, nur dass die halt praktisch keine Pushbacks erleben, aber eigentlich im Nirvana gelandet sind.
Und wenn man da praktisch direkt nochmal direkter unterstützen könnte, ohne dass man in diplomatische Probleme gerät, dann macht es Sinn. Mit Städtepartnerschaft ist zum Beispiel schon etwas, was die Kommune selber entscheiden kann. Da können aber immer beide Kommunen dazu. Da muss praktisch die andere Kommune das auch wollen. Und da muss man nochmal gucken, ob es eine Stadtratsmehrheit dafür gibt, dass man das macht, um dann halt auch verbindlicher miteinander Informationen und eben dann gegebenenfalls auch Personal auszutauschen oder zu schauen, wo man da dementsprechend unterstützen kann. Also von daher, ich halte es schon für sinnvoll, dass Kommunen da punktuell auch aktiv sein können. Generell komplett alle diplomatischen Geschichten auf allen Ebenen machen zu können, ist auch nicht immer so ganz einfach. Darum glaube ich, dass es wahrscheinlich sicher ein bisschen beschränken muss. Aber gerade in diesen Menschenrechtsthemen, finde ich, ist es ein Muss, dass Kommunen da auch handlungsfähig sein müssen. Was wir derzeit heute machen, ist appellieren. Aber es kommt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nicht nur die Stadt München, die appelliert, sondern es ist ja auch ein ganzes Bündnis von Städten. Also die sichere Häfen, das entwickelt das nochmal eine andere politische Wirksamkeit, wenn so viele Kommunen gemeinsam aufstehen? Ist das... Also zumindest sind wir Gesprächspartner. Ja, das heißt also, ich habe als Länderkoordinator natürlich Kontakte zum Bayerischen Innenministerium. In der Runde der Länderkoordinationen deutschlandweit schreiben wir jetzt dann demnächst wieder einen Brief ans Bundesinnenministerium mit der Unterschrift unserer ganzen Bürgermeister, um hier auch nochmal entsprechende Änderungen anzustoßen und zu fordern. Und es gibt ja Ende Juni in Palermo das große Treffen From the Sea to the City, wo praktisch wir versuchen, auf europäischer Ebene eine gemeinsame Allianz der Städte in Europa herzustellen, um hier nochmal das entsprechend zu unterstützen, dass die Städte sichere Häfen werden. Oh, vielen Dank. Das ist, also es ist schön zu hören, dass es weitergeht, dass da sich was Neues aufbaut. Ich hoffe, dass es, es hört sich toll an, From the Sea to the City, weil das sozusagen das Kontinuum aufmacht, ne, zwischen der Seenotrettung und der Aufnahme vor Ort und dann der Aufnahme in Städten in München. Vielleicht ist es tatsächlich auch was, wo sich die Stadtbevölkerung noch stärker engagieren kann. Wünschen Sie sich mehr Unterstützung sozusagen aus der Zivilgesellschaft in München? Also die Frage ist, wo die Unterstützung ansetzen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand SOS Bihać unterstützen möchte und dokumentieren möchte, ist es zum Beispiel super. Dazu muss man sich dann vielleicht Urlaub nehmen und muss auch schauen, dass man da hinfahren kann, um das zu unterstützen. Natürlich sind auch immer Geld und Sachleistungen willkommen für die Hilfsorganisationen. Und ich glaube, dass SOS Mediterranee sich über Freiwillige auch freut, die dann vor Ort immer wieder dann unterstützen, die natürlich dann auch entsprechend seefähig sein müssen. Ja. Also das heißt, Betätigungen gibt es viel und es gibt aber auch, wie gerade erwähnt, natürlich auch in der Integration dann in München immer wieder Anforderungen, wo es auch wichtig ist, dass praktisch Geflüchtete dann auch gut ankommen und die Traumen durch das, was sie alles erlebt haben, dann halt auch zumindest ein Stück weit damit leben können. Das, denke ich, ist immer wichtig und es ist auch wichtig, weil die Generation der Ehrenamtlichen, da gibt es auch sehr viele Menschen, die sind etwas älter. Das war jetzt auch ein Problem in der Pandemie. Die haben sich dann zum Teil auch nicht mehr getraut, in die Unterkünfte zu kommen, weil an sich nach dem ersten Lockdown ab Juni, Juli es wieder möglich war, in die Unterkünfte zu kommen. Natürlich mit eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten, aber trotz allem gab es da natürlich auch ein Zögern und ein Stück weit auch ein bisschen Verzweiflung auch bei den Helfern. Und da ist es auch gut, wenn man hier praktisch versucht, es wieder aufzubauen und auch mit jüngeren Kräften. Vielen Dank. Ich würde gerne gleich eine Frage ganz konkret rauspicken. Reicht die Forderung nach der reinen Evakuierung der Camps an den Außengrenzen? Also ich glaube, das ist eine Frage, die sich sozusagen stellt an Frau Ganzhorn, vielleicht auch allgemeiner stellt, bezüglich Moria. Und ich würde gerne vielleicht auch der Frage noch einen Dreh geben, was würde denn Evakuierungen bezüglich der Seegrenze eigentlich bedeuten? Reden wir dann über zum Beispiel Libyen und Tunesien oder
Aber fangen wir mit Frau Ganzmann an. Darf ich Ihnen diese Frage stellen? Reicht das, dass wir sagen, ja, LIPA muss evakuiert werden und dann ist gut? Natürlich nicht. Also wir haben uns auch mit der Studie Border-Komplex beschäftigt und die ist sehr, sehr gut und inhaltlich sehr gut geschrieben. Also evakuieren muss man dort, wo zufällig, spontan und unvorhersehbar sich eine Katastrophe ereignet hat. Die Camps an den Außengrenzen, sei es jetzt innerhalb Europas oder außerhalb Europas, sind nicht zufällig und spontan und erst seit gestern da, sondern über Jahre hinweg. Das ist eine gewollte, das ist wissentlich und willentlich ein Zustand, der aufrechterhalten wird, um die Abschottungs- und Abschreckungspolitik Europas weiter am Laufen zu halten. Also für uns ist die politische Forderung ganz klar, es muss eine bedingungslose Aufnahme der Menschen geben. Evakuierung ist auch das falsche Wort dafür. Also das impliziert dann im Framing ja natürlich auch immer, ja, das ist ein einmaliges Ereignis, da muss man jetzt Nothilfe leisten. Ja, nach dem Brand von LIPA musste man Nothilfe leisten, weil ein ganzes Camp abgebrannt ist. Natürlich. Aber wir haben jetzt Ende Mai, das sind 5,5 Monate später, und die Menschen sind immer noch da. Ja, und wir hatten natürlich Besuche von Botschafterinnen aus Deutschland und Österreich und der EU-Sonderbeauftragte war da und alle sind mit bedrückter Miene durchs abgebrannte Camp gelaufen und gesagt, Mensch, wir müssen was machen, aber es ist nichts passiert. Wir haben uns von einer dieser Persönlichkeiten, die da zu Besuch war, die hat dem SOS-BIHAT-Team gesagt, wir werden die Büchse der Pandora nicht öffnen, wir werden diese Menschen hier nicht rausholen, weil man Angst vor dem eigenen Rechtsruck in Deutschland hat. Weil dann eben gesagt wird, naja, aber dann kommen ja immer mehr Menschen, was nicht stimmt. Der Pull-Faktor wurde wissenschaftlich schon längst widerlegt. Und also das sind die bloße Forderung nach Evakuierung ist viel zu kurz gedacht, viel zu kurz gegriffen und hilft eben nur den Menschen, die sich jetzt aktuell in einer Notlage befinden. Aber das sind ja Ausmaße, die auch zeitlich gesehen viel langfristiger sich abspielen. Deswegen muss man da einfach sagen, es muss eine bedingungslose Aufnahme geregelt werden. Und das ist für mich hier vor Ort, für meine Kolleginnen hier vor Ort, die einzige Option, bei der wir sagen würden, ja, das finden wir gut und das ist eine Lösung, die den Menschen auch entspricht und auch würdig ist. Frau Papke, was bedeutet Evakuierung in Bezug auf das Mittelmeer? Und ist es eine Forderung, die für SOS Mediterranee Sinn macht? Ich glaube, es ist mir das erste Mal so diese Frage gestellt worden, Evakuierung. Da merke ich, wo wir angekommen sind, nämlich, dass wir schon froh werden, wenn Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden. Also ich glaube, es ist in der Tat, es ist eine sehr komplexe Debatte und es sind mehrere Dinge und ich versuche es mal kurz zu machen, auch zu sagen, es ist ja nicht Libyen ist nicht unsere Expertise, sondern das Mittelmeer und Libyen ist nochmal wirklich ein ganz anderer Fall und evakuieren würde halt bedeuten, man müsste die Lager in Libyen evakuieren, wo andere Organisationen mit Sicherheit mehr zu sagen können. Diese Lager, die es dort gibt, das sind auf jeden Fall keine Zustände und es gibt ja sogenannte UN-Lager und 80% der Lager, aus denen die Menschen aber kommen, sind unterirdische, informelle, auch von Milizen betriebene Orte, wo die Menschen festgehalten werden unter den Umständen, die schon beschrieben worden sind. Aber es ist halt auch mitnichten so und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass es so eine Fahrtabhängigkeit gibt, von die Leute flüchten und dann sind sie in Libyen und dann wollen sie auf jeden Fall nach Europa. Also es gibt auch Menschen, die sind nach Libyen gekommen, weil sie dort arbeiten wollen. Es gibt Menschen, die sind nach Libyen gekommen und wollen wieder woanders hin. Die wollen wieder zurück und diesen Weg gibt es einfach nicht mehr. Also jetzt irgendwie zu meinen und zu sagen, so, das Ziel muss sein, wir müssen jetzt diese Lager evakuieren und alle nach Europa bringen. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt im Sinne der Menschen, aber dass das menschenunwürdige Zustände sind, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Und dass das Thema eigentlich sichere Fluchtwege heißt, an Land wie auf See, ich glaube, das ist das, was ja dahinter steckt, dass es das im Grunde geben müsste. Und dann müssen wir auch über Evakuierung und über solche Dinge wie Lager im Grunde wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal kurz dran anschließen, weil in den Fragen jetzt doch noch mal auch nachgefragt wurde, die rechtliche Komponente, und das hatten Sie ja vorhin auch schon aufgemacht, also noch mal diese Forderung, dass geltendes Recht auch einfach wieder gilt
Haben Sie oder hat Ihre Organisation damit Erfahrung oder gibt es andere Organisationen, die sich auf sowas spezialisiert haben, mit denen Sie vielleicht zusammenarbeiten? Spielt Dokumentation eine große Rolle auch in Ihrer Tätigkeit oder ist, sagen Sie, nein, wir machen das vor allem humanitär. Eine rechtliche Frage ist nochmal was anderes. Wie schaut das in Ihrer Praxis aus? Ja, das ist immer wieder eine heiß diskutierte Frage. Natürlich dokumentieren wir, weil wir sind quasi erste Quelle an der Szene, wenn man so sagt. Und das dokumentieren wir natürlich schon. Das geben wir auch weiter in Organisationen, die das nutzen. Wir selber und Frau Ganzhorn hat das eben auch schon angesprochen. Vor Gericht zu ziehen bedeutet, und auch das Bild ist schon gefallen, David gegen Goliath. So, mit den Ressourcen, die wir haben, wenn wir einen Gerichtsprozess anzetteln würden gegen Frontex, gegen ja die europäischen Staaten, die da in gewisser Weise hinterstehen. Dann wäre die Frage auch, welches Gericht zuständig ist. Das würde alle unsere Ressourcen so binden, dass wir keine Seenotrettung mehr machen können. Und wir haben einfach in der Vergangenheit den pragmatischen Weg gewählt und alle Auflagen, und seien sie in unserer Wahrnehmung noch so sehr zu hinterfragen, erfüllt haben, damit wir rausgehen können, um Menschen zu retten, weil das unsere eigentliche Aufgabe ist. Aber was wir schon tun, ist, dass wir mit Organisationen zusammenarbeiten und unsere Daten zur Verfügung stellen oder ja auch immer wieder mit ja, Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, weil das ja diejenigen sind, die das an die Öffentlichkeit bringen, wo ja auch oft dann was draus entsteht. Aber ich denke mir oft, dass das eigentlich eine eigene Organisation bräuchte, um letztendlich solche Gerichtsprozesse zu führen. Also da müsste es wie SOS Mediterranee nochmal irgendwie Volume 2 geben, die sozusagen das erfüllen. Beides schaffen wir leider nicht. Und ich glaube, wir sind die Ersten, die sich da auch jedes Mal neu sehr besinnen müssen, um was es eigentlich geht, weil das natürlich eine unglaubliche Wut immer wieder neu auslöst, zu wissen, man hat die Ressourcen jetzt aber einfach nicht vor Gericht zu ziehen. Vielen Dank. Finde ich jetzt natürlich doch interessant, dass alle sich auf das David gegen Goliath-Bild beziehen, weil, wie man doch weiß, ist es ja, dass David am Schluss gewonnen hat. Und das ist ja vielleicht auch die Botschaft, die wir hier vielleicht mitnehmen wollen. Wir kommen nämlich schon so ein bisschen zum Ende unserer Zeit. Ich würde gerne vielleicht noch mal eine kurze Runde machen zum Abschluss. Aber ich hatte jetzt doch da auch den. Ich würde gerne mitnehmen, dass es sich tatsächlich lohnt. Und ich habe den Eindruck, dass es sich dennoch lohnt, weil der Einsatz, also jetzt, ob jetzt auf dem Meer oder auch an den Landgrenzen oder auch in der Organisation der Netzwerke in München oder auch in der vielfältigen Art und Weise, wie sich das Amt für Wohnen und Migration engagiert oder die Landeshauptstadt München, ja doch eigentlich einen Unterschied macht. Und wenig, aber nichts bewirkt. Vielleicht noch eine ganz kurze abschließende Blitzlichtrunde an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ganz kurz, wie gehen wir aus der Pandemie raus? Was machen wir mit der Situation, wenn die Masken wieder gefallen sind und wenn die Impfstoffe, und das ist, glaube ich, auch natürlich eine globale Frage, verteilt sind und das Leben sich wieder ein bisschen normalisiert hat? Was steht dann an? Für uns. Frau Papke, darf ich mit Ihnen anfangen? Ja, ich fand das Bild, was Sie gerade aufgemacht haben, eigentlich sehr schön. Weitermachen. Also David gewinnt am Ende und ich glaube, wir wissen alle irgendwie, der Weg ist steinig und man darf sich nicht ermutigen lassen, obwohl man, glaube ich, oft kurz dran ist, irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen und es braucht halt Menschen, ja, wie diejenigen, die hier teilnehmen, wie eine Stadt München, die sich als Partnerstadt hinstellt und auch übrigens eine Freiwilligengruppe, die es in München für SOS Mediterranee gibt, die ganz tolle Sachen gemacht hat. Von daher, wir müssen einfach mehr werden und wir müssen einfach durchhalten und wenn David am Ende gewinnt, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Frau Ganzfahren, darf ich Ihnen auch noch das Blitzlicht zuschmeißen? Eine gute Antwort zu finden und uns dementsprechend zu benehmen und zu handeln, dass wir dann guten Gewissen sagen können, hey, wir haben was für die Menschlichkeit getan und wir haben was für Menschen, die nach Schutz gesucht haben, für die sind wir eingestanden. Herr Mayer, wie gehen wir aus der Pandemie raus angesichts dieser Zustände? Was wünschen Sie sich, dass wir tun? Ja, das ist die Frage, was ich mir wünsche, ist, dass wir natürlich aus der Pandemie rausgehen und praktisch
weitermachen in der Unterstützung von Menschen, die auf der Flucht sind, auch in der Unterstützung von Menschen, die hier bereits angekommen sind, sie bei der Integration zu unterstützen. Aber dazu müssen wir auch die Auswirkungen überwinden der Pandemie, die jetzt gerade in München sehr stark auch finanzieller Art sind und auch die Möglichkeiten der Unterstützung da noch einmal beschränken. Und das, glaube ich, ist so beides. Also man muss zum einen die Bemühungen weiter betreiben und vielleicht auch neu aufnehmen, muss zum Zweiten aber natürlich auch schauen, dass man die Chancen, die man bieten konnte, bisher in Zukunft auch wieder bieten kann. Vielen Dank. Und Frau Mila, wie gehen wir? Was wünschen Sie sich, wie wir aus der Pandemie rausgehen und diese Themen nicht vergessen? Auf jeden Fall gemeinschaftlich zusammenwachsen und die Arme hochkrempeln und auch den anderen Menschen das Gefühl zu geben, wir sind da, wir bleiben da und einfach eine Gemeinschaft weiterhin aufzubauen. Ich wünsche mir, dass es mehr Ehrenamtliche gibt und freiwillig. Genau. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden für diese Podiumsdiskussion. Ich hoffe, dass bei den auch kommenden Veranstaltungen, weil das, wie gesagt, das ist eine Reihe, die jetzt schon länger läuft und die auch fortgesetzt werden wird und die verschiedensten Aspekte von globalem Handeln und in Angriff nimmt, dass wir Sie dann auch bei einer der nächsten Veranstaltungen wieder als Publikum begrüßen dürfen. Vielen Dank.